Hallo, hier ist Peter von tracesaver.de und hier ist mein Nexus 7 2013, das neueste Nexus mit hochauflösendem Display, 7 Zoll mit 1920x1200 Pixeln, Snapdragon S4 Pro, Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und die neueste Android 4.3 Version. Alles zusammen macht das Gerät wirklich leistungsstark und das wollen wir jetzt auch mal testen im üblichen Spiele- und Gaming-Test. Ich habe hier wieder die 5 Spiele runtergeladen, die ich sonst auch immer ausprobiere. Angry Birds, Eternity Warriors 2, Beachbody Blitz, Dead Trigger, Modern Combat 4. Also alle Spiele, die für jeden was bieten könnten, je nachdem, auf welche Art von Spielen man steht. Fangen wir an mit Angry Birds, Casual Game. Niedrigste Stufe läuft im Grunde auf jedem Gerät. Was man hier sofort sieht, ist die wirklich hohe Auflösung und die relativ kleinen Symbole. Mittlerweile ist es ein 7-Zoll-Gerät, aber trotzdem alles ein bisschen klein. Aber das ist halt die Anpassung, die jetzt hier Rovio für Angry Birds bei dieser Auflösung gewählt hat. Und das funktioniert, wie ihr seht, ohne Probleme, keine Ruckler und so weiter. Auch wenn es sich um die kostenlose Version handelt, ist hier nichts, was das Tablet nur ansatzweise ausreizen könnte. Etwas besser könnte es dann bei Eternity Warriors 2 sein, ähnlich wie Diablo ist ein Rollenspiel. Ist ganz interessant, gibt es jetzt auch mittlerweile in Deutsch und die Ladezeiten sind wie immer oder wie gewohnt relativ kurz hier. Wird nochmal überprüft auf die neueste Version. Mich mit dem Google-Account. Mittlerweile kann man sich den Spielstand hier auch mit dem Google-Account sichern und hat dann auf allen Geräten den gleichen Fortschritt. Wie man sieht, hier Google Play Games mit meinem Namen und wir spielen einfach mal los. Lautsprecher sind an und wir begeben uns mal in die Höhle. Also interessanterweise, obwohl man hier die Lautsprecher theoretisch zuhält, ist der Ton beim Spielen richtig gut. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört. Noch ein bisschen lauter. Aber der Ton ist doch schon recht gut. Und wie ihr seht, die Grafikeffekte, also durch die hohe Auflösung auf diesem kleinen 7-Zoll-Display, ist das hier schon beeindruckend, was für Effekte man hier sieht und welche grafischen Details hier zum Vorschein kommen. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Kennen wir uns mal hier durch. Also besonders das Schwert, was bei mir so ein bisschen leuchtet, kommt natürlich richtig gut rüber hier in dieser dunklen Umgebung und bei den Kämpfen. So, hier muss ich lang. Also so erstmal der erste Eindruck, das könnte jetzt noch Stunden weitergehen, ist wie gesagt fast endlos. Beachbody Blitz ist ein von Vector Unit kennt man, Tegra 3 Spiele mittlerweile auch für alle anderen Geräte und ist so ein Rennspiel, so ein endloses Rennspiel, wo man dann halt Sachen aufsammeln muss. Ist ganz interessant, besonders weil man da die Wassereffekte sehen kann, die man früher nur bei Tegra-Geräten gesehen hat, sieht man die jetzt hier auch bei so normalen Geräten. Und wie man hier sieht, das ist immer ganz interessant, die Kanten, die man noch beim Asus MemoPad 7 mit 1280x800 Pixeln auf 7 Zoll gesehen hat, sind überhaupt nicht zu sehen durch die hohe Auflösung. Hier sieht man den schönen Wassereffekt. Also obwohl das Spiel jetzt grafisch jetzt nicht so anspruchsvoll ist, macht das hier allein durch die hohe Auflösung wirklich guten Eindruck. Und wie ihr seht, da sind natürlich absolut keine Ruckler zu erkennen. Also da gibt es mit solchen Spielen keine Probleme hier nochmal schön durchs Wasser. Lichteffekte sind auch nicht schlecht. Also allein durch die hohe Auflösung des 7-Zoll-Displays sieht das alles gleich doppelt so gut aus im Vergleich zum Memo-Pad, welches zwar auch eine hohe Auflösung hat von 1280 800 Pixeln auf 7 Zoll, aber hier ist das natürlich nochmal eine Stufe höher und somit nochmal ein bisschen besser anzuschauen. Und die Lautsprecher, das kann ich euch sagen, die hören sich richtig gut. Also da haben Google und das Fraunhofer-Institut wirklich gute Arbeit geleistet, dass man hier dieses Stereo-Speaker so schön macht. Hier nochmal die Lichteffekte. Also das wirkt schon alles nicht schlecht. Ist natürlich trotzdem noch nicht das anspruchsvollste Spiel. Wir gehen mal rüber zu Dead Trigger. Ist ein Ballerspiel, wo man sich durch die ganzen Level, ja, ballern muss sozusagen, man kann sich dann aufrüsten und so weiter. Und wir starten jetzt einfach mal in die Einrichtungsrunde
und wo man sich die Steuerung nochmal so ein bisschen anschauen kann. Aber wir wollen ja nochmal schauen, ob es jetzt ruckelfrei läuft oder nicht. Ladezeiten, wie ihr seht, absolut kein Problem. Und auch hier die hohe Auflösung dient natürlich dazu, dass das hier alles wirklich sehr spektakulär scharf aussieht. Also so ein scharfes Display. Ja gut, wenn man das von den Smartphones kennt, da erreicht man ja locker schon Überauflösung, wenn man das so sagen kann. Also 1920 mal 1080 auf 4,7 Zoll beim HTC One S ist schon beeindruckend. Zudem das LCD-3-Display ist noch super farbtreu. Aber das hier ist für ein Tablet zu dem Preis, also wenn man sich das mal hier vorstellt, das hat $229 gekostet plus Steuern plus Dings, also 52 Euro für mich. Wenn es nach Deutschland kommt, dann halt 229 Euro. Ist ja schon beeindruckend. Besonders, es wird nicht warm. Also man kennt das ja von Snapdragon S4 Pro-Prozessoren beim Nexus 4, wurde das relativ warm. Aber hier nicht. Das läuft absolut ruckelfrei, alle Spiele, wir schließen das mal eben. Und wie ihr seht, auch die Oberfläche von Android läuft ruckelfrei. Modern Combat 4 dürfte das anspruchsvollste Spiel sein, was ich jetzt hier zur Auswahl habe. Grafisch und auch spielerisch, weil es halt ja schon die Bedienung ist für mich als ja, eher PC-Spieler schon gewöhnungsbedürftig mit dem Touchscreen. Aber es gehört definitiv zu den besten Spielen, die ich jetzt so kenne, die man auch länger spielen kann. Also nicht nur mal kurz einschalten und ein bisschen rumballern, sondern hier kann man richtig Missionen erfüllen und muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um weiterzukommen. Ladezeiten sind hier ein bisschen länger, aber auch spürbar kürzer als zum Beispiel beim Memo-Pad von Asus, welches ja mit dem MediaTek-Prozessor ausgestattet ist. Hier klickt man sich halt schnell mal durch und startet dann direkt ins Spiel. Also auch hier die Grafiken sind schon auf der hohen Auflösung sehr beeindruckend, aber wenn wir uns gleich in-game die Grafik ansehen, dann ist das nochmal eine Stufe höher. Jetzt sind wir in in-game-Grafik, ich überspringe das mal und starten direkt ins Spiel, denn das ist ja richtig. Wie gesagt, das ist hier automatische Helligkeit und trotzdem extrem hell. Wenn ich jetzt hier die Helligkeit hochschrauben will, dann müsst ihr mein Unboxing und Hands-on-Video anschauen. Da habe ich die hohe Helligkeit eingestellt, weil man das auf der Kamera dann immer nicht so gut sieht. So, dann verkriechen wir uns mal hier und schauen uns das mal an. Also das wirkt wirklich sehr gut. Der Touchscreen reagiert toll, also man hat keine Probleme damit, bestimmte Dinge anzuvisieren. Die Oberfläche fühlt sich relativ gut an. So, und gehen wir mal hier vorwärts. Also hier auch der Rauch und die Lichteffekte, das sieht bei der hohen Auflösung natürlich gleich doppelt so gut aus, in meinen Augen. Und das Spiel kennt ihr ja. Viel weiter muss ich nicht spielen. Hier das Feuer mit den Effekten, das Wasser und so weiter. Also das wirkt schon richtig toll, finde ich. Und das Gerät wird nicht warm. Das ist vermutlich der wichtigste Part, dass man eventuell einige Stunden am Stück spielen kann, ohne Angst zu haben, dass das Gerät schmilzt, was man ja bei Tegra 3 Geräten vor einiger Zeit hatte. Ja, soweit der erste Eindruck. Also Performance top, egal ob Oberfläche oder Spiele, Ladezeiten sehr gut. Die Spiele waren innerhalb von kürzester Zeit runtergeladen, weil ich halt hier so eine schnelle Verbindung habe. Und WLAN-Verbindung sehr gut. Also das macht wirklich Spaß, wenn man jetzt ja noch den Adapter fürs HDMI nutzt oder sogar Miracast für den Fernseher hat, so einen Dongle, dann könnte man jetzt hier theoretisch kabellos am Fernseher spielen, wenn der Fernseher das unterstützt oder man halt so einen Dongle hat. Ja, ich bin begeistert. Weitere Videos werden folgen, Vergleiche und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich versuche das zu beantworten. Und wir hoffen mal auf einen schnellen Start in Deutschland, damit man das auch relativ günstig hier erwerben kann. Ja, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, dann kriegt ihr immer meine neuesten Videos mit. Ich bin Peter von tracerio.de. Danke fürs Zuschauen.